Hallo liebe Freunde des Rechts, heute ist Montag, der 20. September. Eine ganze Menge rechtlicher Themen. Es ist die letzte Woche vor der Bundestagswahl und da ist politisch eine ganze Menge geboten. Blicken wir zunächst einmal in die letzte Woche zurück. Facebook hat 150 Querdenken-Accounts gesperrt und da war noch eine Frage offen geblieben von einer Journalistin. Ballweg hat Klage angekündigt oder bereits erhoben. Wie sind die Erfolgsaussichten? Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn Herr Ballweg eine Klage macht, dann muss die ja unsinnig sein. Er ist schließlich Produzent von Quatschjura, aber so einfach geht das nicht. Tatsächlich könnte Herr Ballweg Aussicht auf Erfolg haben, wenn er sich beruft auf die letzte Bundesgerichtshofentscheidung. Er muss sie nicht erwähnen, das Gericht weiß, dass diese Entscheidung ergangen ist. Wenn nämlich Herr Ballweg nicht ordnungsgemäß angehört worden ist, bevor sein Account gelöscht wurde und wenn er nicht gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen hat. Die sind allerdings recht weit gefasst und was wir wissen ist, die Gemeinschaftsstandards dürfen mehr verbieten, als vom Gesetz wegen verboten ist. Das ist etwas, worüber man streiten kann. Hier könnte Herr Ballweg auf formaler Sicht eine gewisse Chance haben. Materiell wird es jedoch etwas schwieriger sein, wenn Facebook nämlich sagt, wir wollen keine Dinge haben, die wir für schädlich erachten, dann sind das die Regeln, an die man sich tatsächlich halten muss. Zweiter Punkt. Ich hatte eine Frage beim Talk letzten Montag vergessen zu beantworten. Da war nämlich eine Anfrage auf Twitter. Wie ist das mit der Lohnfortzahlung nicht für die Quarantäne, sondern für den Impftermin? Wenn ich also zu einem Impftermin hingehen muss und deswegen Arbeitszeit verpasse, jetzt kann man sich fragen, darf ich überhaupt während der Arbeitszeit zu einer Impfung hingehen? Aber jetzt war ich jedenfalls dort, bin ich dann verhindert im Sinne 615 BGB. Und da kommt es drauf an, ob wir frei Impftermine vereinbaren können oder ob sie wie früher, Anfang des Jahres im Sommer, fest zugeteilt werden. Mittlerweile wird man wohl sagen können, dass eine Verhinderung, eine unvermeidbare Verhinderung nicht vorliegt, wenn man zu einem Impftermin hingeht, weil man sich den ja auch in die Freizeit legen könnte. Ich würde aber jeden Arbeitgeber empfehlen, seine Mitarbeiter freizustellen. Wir machen das hier so. Wenn jemand sich während der Arbeitszeit impfen lassen will, dann kann er das machen und kriegt natürlich seinen Lohn. Und beim letzten Mal bin ich sogar mitgegangen, weil ich hatte eine Mitarbeiterin, die ein wenig Angst vor der Spritze hatte. Nicht vor dem Impfstoff, sondern nur vor der Spritze. Und das war ein Problem, was eigentlich lösbar war, sobald ich gesagt habe, ich fahre dich hin, halt deine Hand, wenn du es denn möchtest. Der dritte Weg hat mal wieder Schlagzeilen produziert. Und heute am Montag kam die Nachricht rein, dass das Landgericht München, Römisch 1, entschieden hat, dass der dritte Weg, das Plakat hängt, die Grünen gar nicht mehr verwenden darf. Und da fragt man sich ein wenig, wie kann das sein, dass Bayern jetzt anders entscheidet als Chemnitz? Denn vorher hatten wir ja die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz. Und jetzt könnte man versucht sein zu sagen, naja, das eine war Verwaltungsrecht, das andere war Zivilrecht. Das sind unterschiedliche Normen, unterschiedliche Grundlagen. Und da kann es eben passieren, dass unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Ist an sich denkbar, hatte ich zunächst mir auch überlegt. Aber der entscheidende Unterschied lag nicht an der Gerichtsart, sondern tatsächlich an der anderen Auslegung vom Sinngehalt des Plakates. Zunächst einmal gehen wir zurück. Verwaltungsgericht Chemnitz hatten wir mit mehreren Videos ja schon mal besprochen. Ich hatte dem Mitteldeutschen Rundfunk dazu ein Interview gegeben und ich kam letztendlich auch nach der schriftlichen Urteilsbegründung zu dem Ergebnis, dass das eine krasse Fehlentscheidung ist. Also dass dieser Spielraum für Interpretation eines vielleicht nicht gesehenen kleingedruckten Inhalts des Plakates keine Rolle spielen kann für den 111 StGB. Zivilrechtlich kommt es nicht darauf an, ob eine Straftat gegeben ist. Zivilrechtlich kommt es darauf an, ob Persönlichkeitsrechte verletzt sind. Und auch Parteien können Persönlichkeitsrechte haben, insbesondere natürlich die Personen, die in einer solchen Partei sind. Und insofern ist es häufig, dass man leichter als Betroffener zivilrechtlich erfolgreich ist als strafrechtlich. Denn strafrechtlich sind die Hürden häufig höher. Nicht alles, was eine Persönlichkeitsrechtsverletzung begründet, ist auch gleichzeitig eine Straftat. Also der Bereich der Straftaten ist somit enger. Und dann ist es wiederum so, dass im Strafrecht weitere Kriterien hinzukommen, wie zum Beispiel der subjektive Tatbestand. Ich brauche einen Vorsatz. Wohingegen im Zivilrecht häufig fahrlässiges Handeln für eine Schadensersatzpflicht ausreicht. Und für einen Unterlassungsanspruch kommt es nur darauf an, dass überhaupt eine Rechtsverletzung gegeben ist. Deswegen ist es oft leichter, zivilrechtlich vorzugehen, wie zum Beispiel Volker Beck gegen Attila Hildmann. Und dann haben wir den nächsten Nachtrag. Attila Hildmann, ich hatte am letzten Freitag ein Video gepostet mit der vagen, steilen
Spekulationen, dass Attila Hildmann eigentlich bei näherer Betrachtung gar keinen Grund hatte zu flüchten, weil das, was bisher vorlag, für die Staatsanwaltschaft in Berlin eigentlich noch nicht gereicht hatte, um jetzt eine Untersuchungshaft anzuordnen oder gar eine Anklage zu erheben, die zu einer Freiheitsstrafe führen würde, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Attila Hildmann hat auf dieses Video reagiert. Er hat es geteilt in seinem Telegram-Kanal, den er jetzt wieder neu eröffnet hat, den echten, und schrieb dazu, dass er selbstverständlich davon ausging, dass er auf unbestimmte Zeit eingesperrt werden würde, nachdem man ihm sein Handy weggenommen hatte und seine Wohnung durchsucht hatte. Und das bestätigt eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Attila Hildmann ging davon aus, nach der Hausdurchsuchung, die stattgefunden hatte, dass er nun Staatsfeind Nummer 1 ist. Die andere Frage ist jetzt, war das objektiv eine berechtigte Besorgnis, dass er also demnächst lebenslang ins Gefängnis kommt, weil die Staatsanwaltschaft als politische Behörde womöglich alles tun würde, um Hildmann einzubuchten. Vorher sah es eigentlich nicht so aus, als hätten die so viel Interesse, Herrn Hildmann einzusperren. Meine persönliche Einschätzung ist, bei dem, was da auf dem Spiel stand, was er bisher getan hatte, hätte er mit einer guten Verteidigung ohne weiteres eigentlich eine Bewährung oder sogar eine Geldstrafe erreichen können. Er hatte das anders gesehen, also er hat den Teil bestätigt, dass er tatsächlich davon ausging, er werde schwer verfolgt. Und daraufhin erging dann der Haftbefehl tatsächlich aufgrund Fluchtgefahr, weil er sich ja tatsächlich verborgen hielt. Ist also insofern ein wenig tragisch. Wir haben ein paar andere Themen, die wir heute noch betrachten wollen. Also hängt die Grünen, Zivilgericht haben wir abgehandelt. Die Aktion in Würzburg wollen wir besprechen und dann würde ich gerne ein bisschen Jura mit euch besprechen. Also in Würzburg war am Samstag eine Aktion von der Partei Der Dritte Weg und zwar am Barbarossaplatz, dort wo auch vor einigen Wochen der Messerangriff erfolgte von einem, tja, wie soll man ihn benennen, einem Täter, der mehrere Frauen mit einem Messer verletzt und zum Teil getötet hat. Daran wollte Der Dritte Weg erinnern, hat also Strohpuppen mit Blut befleckt auf dem Barbarossaplatz ausgelegt und darüber ein Bildporträt von den drei Kanzlerkandidaten ausgehängt. Jetzt war insbesondere im Anbetracht dieses Bildes Kanzlerkandidaten und die drei Strohpuppen, darüber die Aufschrift Platz für Volksverräter. Die Frage, ist das nicht eine Straftat? Wird hier nicht aufgefordert zu einer Straftat oder eine Straftat gebilligt? Ein Kollege hat gesagt, er hat das nach 140 StGB angezeigt und ich hatte auf Twitter meine Einschätzung abgegeben, dass ich das nicht für strafbar halte. Was ist jetzt los? Ist der Jun jetzt auf einmal Freund der Rechten geworden oder wie kann es sein, dass die Rechten jetzt auf einmal damit durchkommen? Nun, das Recht ist nicht abhängig davon, ob man links oder rechts ist oder ob man das mag, was da rauskommt oder ob man die Täter für Neonazis hält, sondern wir müssen, und das ist ja eigentlich die Herausforderung an Juristen, den Sachverhalt objektiv betrachten und analysieren. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, wenn hier auf eine krude und geschmacklose, makabere Weise demonstriert wird für ein Anliegen zur Flüchtlingspolitik und deswegen diese Puppen ausgelegt werden, kann das nicht interpretiert werden als ein Aufruf dazu, Frau Baerbock, Herrn Laschet und Herrn Scholz zu ermorden und auch nicht unbedingt als eine Aufforderung nach 140 StGB eine künftige Straftat gut zu heißen. Und jetzt sollten wir bei der Gelegenheit einmal kurz betrachten, was wir überhaupt für Straftatbestände haben, denn die Sachen kommen immer wieder durcheinander. Wir haben einerseits Straftaten, die sind darauf gerichtet, dass man ein vergangenes Ereignis bewertet. Das ist die Billigung von Straftaten, die im 140 StGB in der bisherigen Form schon strafbar war und die erweitert worden ist, was wir uns jetzt heute anschauen. Also im 140 StGB haben wir die Regelung, Belohnung und Billigung von Straftaten. Das ist ganz schön hell. Ich hoffe, man kann es trotzdem sehen, wer eine in den 138 und so weiter, da wird also ein Katalog von Straftaten aufgemacht, wer also eine solche Straftat, das ist unter anderem auch Mord, belohnt, nachdem sie begangen wurde oder in strafbarer Weise versucht worden ist. Der 140 in seiner bisherigen Form richtete sich immer nur an vergangene Straftaten, die schon erfolgt sind oder versucht worden sind und zu denen man sich äußert. Das, was wir aber viel häufiger in sozialen Netzwerken haben, ist die Äußerung bezüglich künftiger Straftaten. Und da gibt es zwei wichtige Straftatbestände, nämlich zum einen die
Billigung solcher künftiger hypothetischer Straftaten und zum anderen der Aufruf zu solchen Straftaten. Der Aufruf 111 StGB betrachten wir uns gleich, aber jetzt haben wir den 940 mit der zweiten Variante im Absatz 1. Er hat nur einen Absatz in der Ziffer 2. In einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts billigt. Also der objektive Tatbestand ist also eine Billigung einer Katalogstraftat. Das heißt, das ist nicht jede Art von Straftaten, aber der Katalog ist auch schon ein wenig erweitert worden, dass also auch andere schwere Straftaten dazugehören. Und hier haben wir als weiteres Merkmal in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu beeinträchtigen, zu stören, lautet hier die Formulierung. Und das ist neu, denn das ist etwas, das hatten wir zu RAF-Zeiten zuletzt. Da gab es nämlich tatsächlich mal eine Vorschrift, die nur ganz, ganz kurz im Gesetz war, der 88a StGB. Der ging in eine ähnliche Richtung und man hat dann also in der Vergangenheit darüber diskutiert, soll man die Billigung von künftigen hypothetischen Straftaten auch unter Strafe stellen, aufgrund des politischen Klimas. Und man hat die Vorschrift danach wieder abgeschafft und es folgte eine lange Diskussion. Brauchen wir eine solche Vorschrift, ja oder nein? Sie war bei ihrem ersten Anlauf kein besonderer Erfolg. Man hat jetzt wieder also eine Billigung künftiger Straftaten ins Gesetz aufgenommen, im 140. Das passierte im April diesen Jahres zusammen mit dem Gesetzespaket zur Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. Das hier wäre eigentlich der Kandidat, der hier erfüllt sein könnte, aber er ist es meines Erachtens nicht. Hätte der dritte Weg, was er nicht hat, gesagt, Merkel oder Laschet oder Baerbock gehören ermordet und sollten hier liegen, dann hätten wir tatsächlich eine ziemlich konkrete Tat. Es muss nicht genau bezeichnet werden, wie und wann ein solcher Mord begangen wird. Aber wenn klar ist, wer Opfer und für welche Tatart sie Opfer sein sollen, dann reicht das für einen 140 schon aus, um ausreichend Konkretisierung zu haben. Das war ein Kriterium, dem es der Staatsanwaltschaft in Chemnitz gefehlt hatte und Dresden Generalstaatsanwaltschaft möchte das nochmal neu überprüfen, als es um das Plakat über die Grünen ging. Aber hier bei dieser Aktion war die Intention von der Veranstaltung, nicht der Fotos, wie sie sich dann später auf Twitter und sozialen Netzwerken ergaben haben, dass hier eigentlich erinnert werden sollte an das Messerattentat und nicht dazu aufgerufen werden sollte, Politiker zu ermorden. Dass hier natürlich wieder eine Doppeldeutigkeit im Raum steht, ist richtig unverkennbar, aber die tatsächlich intendierte Aussage ist eigentlich die, die man für die Bewertung voranziehen muss. Wenn jemand in Wirklichkeit eine andere Aussage intendiert, nämlich hängt die Grünen, was also bedeutet, man ermordet sie, und das hat das Landgericht München auch genauso interpretiert, dann hilft es nicht, wenn man eine andere vorgeschobene Interpretation in Reserve dazu bereithält. Also 140 erfordert eine konkrete Tat, die aber nicht in allen Details konkretisiert sein muss, aber wir müssen schauen, welche Tat tatsächlich hier gemeint war und nicht welche missverstanden werden kann. Deswegen ausnahmsweise Barbarossa-Platz, kann alles mögliche andere noch sein, Beleidigung, ich habe nicht alles gehört. Es war nämlich so in Würzburg, dass die Gegendemonstranten nicht nur zahlreicher waren, sie waren auch wesentlich lauter und das auch ohne Lautsprecher. Es ist nämlich fast immer so in Würzburg, wenn Rechte aufmarschieren, ist die Gegenbewegung lauter und zahlreicher. Das unterscheidet Würzburg von manchen anderen Städten, wo am Straßenrand vielleicht doch manche Leute da sind und sagen, ach, ja, ganz interessant oder lasst sich ja hören. In Würzburg haben die normalerweise keine Chance, Gehör zu finden. Und das probieren sie immer wieder mal aus, aber es finden sich immer genug Leute, die dann tatsächlich aktiv werden. Und ich war am Wochenende dann auch an verschiedenen Parteiständen, habe mal geguckt, was sagen die einen und die anderen, wie strahlen denn hier die SPDler und wie geht es den armen Grünen, die mal wieder schlechte Ergebnisse in den Umfragen schon einholen. Und bei der Linke kam dann so ein schwarz eingemummelter Antifa-Aktivist und sagte, wie die Aktion lief und meinte aber, die Polizei habe sich in diesem Fall völlig korrekt verhalten. Also auch das gibt's mal, dass ein Linker am Antifa-Stand die Polizei lobt. Kommen wir zurück zu unserem kleinen Repetitorium. Also 140 war bisher gerichtet an begangene Taten in der Vergangenheit, ist jetzt, und das ist jetzt ein bisschen eigenartig, weil es ein Fremdkörper ist, auch gerichtet an künftige Taten, wenn sie ausreichend konkretisiert sind und wenn sie geeignet sind, den öffentlichen Frieden zu stören. Dieses Kriterium öffentlicher Frieden stören soll Bagatelltaten
aussortieren Äußerungen, die nicht viele Menschen gehört haben oder die nicht ernst genommen werden. Aber bei Taten im Internet hat man diese Friedensstörung eigentlich ziemlich schnell. Der 111 StGB ist die Aufforderung zu Straftaten und die ist ähnlich wie die Anstiftung, ähnlich wie der 140. Hier geht es nicht darum zu sagen, ich finde es gut, ich fände es gut, der XY gehört an die Wand gestellt, sondern 111 ist etwas stärker, erfordert also mehr, nämlich lasst uns den so wie noch ermorden oder ich finde, wir sollten alle mit gefälschten Ausweisen die Straße überqueren, die Grenze überqueren oder dergleichen. Das wäre also der Aufruf zu einer Straftat, wenn das, wozu aufgerufen ist, auch tatsächlich eine Straftat ist. Der 111 StGB ist also insofern strenger, weil er mehr erfordert, nicht nur gutheißen, sondern er erfordert auch, dass man genau das auch ausführen und realisieren soll. Und daran scheitert oft die Aufforderung, zum Beispiel der XY gehört an die Wand gestellt. Das ist etwas, was wir häufig in sozialen Medien gesehen haben und dann auch häufig wieder angezeigt hatten. Schauen wir uns den 111 also mal an. Wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter bestraft. Also beim 111 ist das mehr, dass ich will, dass die Tat tatsächlich realisiert wird. Das brauche ich beim 140 Nummer 2 nicht, da muss ich die Tat nur gutheißen. Was ich aber beim 111 nicht habe, ist ein Katalog von Straftaten. Also beim 111 kommt es nicht darauf an, dass ich eine besonders schwere Straftat hier habe, zu der ich auffordere, sondern das können auch ganz normale Delikte wie beispielsweise Beleidigungen oder Schwarzfahren oder Diebstahl sein. Also an der Stelle ist er dann wieder etwas weiter. Was haben wir noch? Den 126 StGB sollten wir uns mal kurz anschauen, weil der angeblich auf einer Demonstration heute realisiert worden sein soll. Ich kenne aber nicht den vollständigen Sachverhalt dazu, dass war auf Twitter am Montag, angeblich wäre ein RAF-Plakat darunter subsumiert worden von einer Behörde. Also in 126 geht es um die Störung des öffentlichen Friedens. Wir haben also wieder dieses Merkmal des öffentlichen Friedens und zwar durch die Androhung von Straftaten. Hier geht es also nicht darum zu sagen, es wäre gut oder es wird passieren, sondern Androhung von Straftaten bedeutet, dass der Täter vorgibt, einen Einfluss darauf zu haben, dass diese Taten begangen werden, entweder durch ihn selbst oder durch jemand anders, auf den er Einfluss nehmen kann. Also auch das ist wieder eine relativ starke Hürde. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich werde dich demnächst ermorden. Das könnte ein 126 sein. Ich bekomme relativ häufig auch solche Zuschriften in Kommentaren im Sinne von, wenn erst einmal die Regierung abgesetzt ist, dann werdet ihr alle ermordet werden. Das könnte man möglicherweise unter den 126 fassen, wenn der Täter vorgibt, darauf Einfluss nehmen zu können. Das sind also die Delikte. Vielleicht muss man das nochmal in einer Übersicht gestalten. Und ich würde jetzt zu einem anderen Thema kommen.